میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. أبلغ دعوتك إلى أقصى أطراف الأرضين. Ich werde deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. I shall cause thy message to reach the corners of the earth. Also eine Gruppe, die weniger als 1% des Islam bildet, kann einfach nicht für den Islam sprechen. Auch weltweit werden die Ahmadis ja gar nicht als Muslime betrachtet. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Die aber für gewiss wussten, sie würden Allah einst begegnen, die sagten: Oft hat ein kleiner Haufen über einen großen Haufen gesiegt nach Allahs Gebot, und Allah ist mit den Standhaften. Die Kinder Israels waren in 72 Gruppen unterteilt, doch werden meine Anhänger in 73 Gruppen unterteilt sein. Alle von ihnen werden in die Hölle eingehen, außer einer einzigen Gemeinde. Die Gefährten fragten: Wer sind diese, o Gesandter Allahs? Der heilige Prophet sagte: Sie werden die Leute sein, die meinen Brauch folgen werden und dem meiner Gefährten. Jeder kann sich selbst ein Bild machen, welche Gemeinde der Praxis des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam am ehesten entspricht. Sogar orthodoxe Muslime erkennen an, dass die Ahmadi-Muslime die Vorschriften des Islam sehr genau einhalten und diese beispielhaft vorleben. Thus, it is my ardent wish and hope that the leaders of all major nations come to understand this dreadful reality. And so instead of adopting aggressive policies and utilizing force to achieve their aims and objectives, they strive to adopt policies that promote and secure justice. We who are members of the Ahmadiyya Muslim community try our utmost to save the world and humanity from all destruction. This is because in this era we have accepted the Imam of the age, who was sent by Allah as the promised Messiah and who came as a servant to the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, who himself was sent as a mercy for all of mankind. It is because we follow the teachings of the Holy Prophet, peace be upon him, that we feel extreme pain and anguish in our hearts at the state of the world. And it is that pain which drives us in our efforts to try and save humanity from destruction and suffering. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Liga der islamischen Welt in Mekka und die Mehrzahl der islamischen Organisationen in der Welt die Ahmadiyya Muslim Jamaat einstimmig als unislamisch erklärten. Damit haben sie zwar die Ahmadiyya Muslim Jamaat auf den ersten Blick ausgegrenzt, aber gleichzeitig die vorherige Prophezeiung erfüllt, die von einer Gemeinde spricht, die aus allen anderen deutlich herausstechen wird. Frau Hübsch als Vertreterin der Ahmadiyya,
gar nicht für den Islam sprechen kann. Also eine Gruppe, die weniger als 1% des Islam bildet, kann einfach nicht für den Islam sprechen. Wir erklären das gleich nochmal. Ja, und zweitens, auch weltweit werden die Ahmadis ja gar nicht als Muslime betrachtet. Und so wie die Buddhisten an Buddha, die Christen an Christus, so glauben die Ahmadis an die Lehre von Ahmad. Damit sind sie nicht repräsentativ für den Islam, von der Anzahl her nicht und vom Inhalt her nicht. Laut Frau James ist der Inhalt der Ahmadiyya Muslim Jamaat nicht relevant. Doch was genau sagt der Inhalt der Ahmadiyya Muslim Jamaat aus? Dabei tritt die Ahmadiyya Muslim Jamaat für die ursprünglichen Werte des Islam ein. Barmherzigkeit gegenüber allen Menschen, absolute Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit von Frau und Mann, Trennung von Religion und Staat, Beendigung gewalttätiger Aktionen im Namen der Religion, die Menschenrechte, wie sie im Koran festgelegt worden sind. Die Ahmadiyya-Gemeinde, die hat eine neue Sichtweise über den Weg zum Frieden, welche Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Demokratie beinhaltet. Und ich denke, es ist sehr wichtig für uns im Westen, dass wir darüber erfahren. Ansonsten werden wir glauben, dass alle Muslime gleich sind. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die positiven Bestandteile einer Religion richten. Das Handeln seiner Heiligkeit war sehr inspirierend und weise. Ich war neugierig, hierher zu kommen, und ich bin berührt von seiner Tätigkeit und seiner Weisheit und sein Ziel des gegenseitigen Verständnisses und auch seine Botschaft, dass der Islam eine friedvolle und weise Religion ist und auch, dass er versucht hat zu erklären, dass es viele Missverständnisse über den Islam gibt, und das war eine positive Botschaft. Ich denke, es ist wichtig, dass genau jetzt, während wir die Debatte über Meinungsfreiheit in diesem Land haben, gleichzeitig über die Situation im Mittleren Osten diskutieren. Es ist wichtig, dass wir ein muslimisches Oberhaupt haben, das über interreligiöse Harmonie, über Frieden und über die Religionsfreiheit spricht. Diese drei Aspekte sind das Kernstück der Debatte in den Niederlanden. Also während dem Interview muss ich echt sagen, klar, die meisten Leute denken, oh, Kalife ist auch nur normale Person. Aber ich denke, jede Person, die ein bisschen spirituell veranlagt ist, hat gemerkt, sobald man mit dieser Person redet und ihr vielleicht mal und ihm in die Augen schaut, dass er etwas mehr ist als einfach nur eine Person, die da sitzt und alle sagen, er ist heilig. Ich glaube schon, dass da irgendwas hintersteckt und dass in dieser Person was ganz Besonderes ist. Ich habe selber gemerkt, wo ich mit ihm geredet habe, dass da halt ein gewisser spiritueller Funke auf jeden Fall rüberkommt. Von der ganzen Art, wie er guckt, wie er mit jemandem redet und was für eine Atmosphäre er einfach den Menschen, wie er sich präsentiert und was für eine Atmosphäre er wiedergibt. Wie fanden Sie die Begegnung mit seiner Heiligkeit, dem Kalifen der Ahmadiyya Muslim Jamaat? Ja, das war sehr menschlich. Und ich glaube, dass er sehr viel Verständnis für Menschen hat und dass er sein ganzes Tun und Handeln der Menschenliebe gewidmet ist. It was foretold by the Prophet of Islam, sallallahu alaihi wasallam, that the time would come when his ummah, his people, Muslims will go astray. They will leave the true teaching of Islam. And at that time, the reformer of the age will come. And whom he named, he titled Mahdi, the guided one, and the Messiah. Der sogenannten islamischen Länder haben die Todesstrafe auf Apostasie formuliert. Apostasie heißt, dass man sich, dass man den Glauben, in den also Glauben ablegt. Keine Glaubensfreiheit in diesen Ländern. Und da ist, was unsere, und zum Beispiel der vierte Kalif unserer Gemeinde getan hat, und das ist ein ganz springender Punkt. Er hat anhand der islamischen Quellen
Also das ist jetzt keine Meinung, die privat irgendwie geäußert wird, sondern er hat anhand des Korans, anhand der islamischen Quellen, anhand der Sunna des Propheten, anhand seiner Überlieferung, seiner Praxis nachgewiesen, dass dieser theologische Standpunkt nicht haltbar ist. Und ich glaube, das ist der Diskurs, den wir führen müssen. Sie haben ja recht, Sie haben ja recht, dass in der islamischen Welt es keine freie Meinungsäußerung möglich ist. Da gibt es eine Staatstheologie, da gibt es Zensur, da sind Meinungen wie meine, die der Ahmed, der Muslim Jamaat, die wird zensiert. Aber in Deutschland, wo wir ein anderes Klima haben, wo wir diese Diskurse führen müssen, müssen wir diesen innerislamischen Diskurs auch führen. Die Muslim Jamaat ist die einzige Gemeinschaft in Deutschland, der einzige muslimische Verband, der den Körperschaftsstatus erhalten hat. Und das nicht ohne Grund. Natürlich wird da genau untersucht und überprüft. Die meisten Islamwissenschaftler gehen eben davon aus, dass so ein bestimmtes Minimum an Referenzpunkten gegeben sein muss. Bei mir ist das eine Referenz auf den Propheten Mohammed, eine Referenz zum Koran und die Selbstbezeichnung natürlich als Muslim. Und das sind dann eben die Muslime, die sind der Gegenstand der Islamwissenschaft und das reicht für mich zunächst einmal. Das heißt dann, dass selbstverständlich auch die Ahmadis zum Islam gehören, wenn sie das wollen. Selbstverständlich gehören die Ahmadis zu den Muslimen, wenn sie das wollen und wenn sie sich, wie sie das tun, auf den Koran und auf den Propheten beziehen. Und sie sind sicherlich auch eine der Gemeinden und deswegen haben sie tatsächlich diesen Körperschaftsstatus bekommen, der geprüft wurde, mit denen wir sehr, sehr gut klarkommen können hier in Deutschland als deutsche Muslime. Der verheißene Messias a.s. schreibt: Ich kam nur, um einen Samen zu säen, und diesen Samen habe ich gesät. Jetzt wird er wachsen und blühen, und niemand wird ihn vernichten können. Muhammad ist der Beste der Propheten. Doch sag nicht, dass niemand nach ihm kommt.